Hallo Steinbock, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammenschauen, wie die Energie für diese dritte Woche für dich steht. Ja, schauen wir mal zusammen. Hinter dem Deck haben wir die Karte der Narr, Steinbock. Und es ist eine positive Energie, also Nummer 0 haben wir in dieser Karte. Und in manchen Fällen reden wir über einen neuen Zyklus oder eine neue Situation in deinem Leben. Also eine gewisse Befreiung könnte man in dieser Karte schon sehen. Ein Gefühl von, ich befreie mich, ich fühle mich frei von einer bestimmten Situation. Es gibt hier so ein Gefühl bei dieser Karte, ja. Wie gesagt, einen großen Arkana, eine wichtige Arkana und eine Situation, wo man von neu anfängt. Also ich fange jetzt neu an. Ja, also wir haben hier für manche sogar, also man kann alles hier jetzt sehen, alles Mögliche sehen. Von einem Umzug bis eine, also irgendwie eine Trennung, eine Scheidung, einen, man kann über alles hier jetzt reden eigentlich, weil tatsächlich es gibt hier eine Situation, wo man loslässt. Ja, ich lasse los und ich fange neu an. Ja, und ich fühle mich wohl, ich fühle mich frei, ja, und das ist dieses Gefühl hier in dieser Karte. Irgendwie schon. Und schau mal hier, fünfte Stäbe, siebente Stäbe. Ich sehe schon mehrere Personen, mehrere Energien irgendwie bei dir, die mit der Familie zu tun haben könnte, für manche mit Arbeitskollegen oder einfach so Menschen, die man mit denen man irgendwie auch einen Konflikten hat, ja, also fünfte Stäbe, siebente Stäbe, ja, man merkt schon hier Konflikten, ja, etwas Stress spürt man schon mit diesen Menschen, was mit dem du jetzt zu tun gehabt hast, ja. Aber nochmals, die Karte der Narr, also man merkt hier ein Gefühl von, ich lasse los, ja, ich distanziere mich, ich entferne mich von diesen Menschen und irgendwie ist ein angenehmes Gefühl am Ende, ja. Die Karte die Sonne, Sternzeichen Löwe bei dir auch präsent. Und nochmals reden wir hier über eine neue Situation. In manchen Fällen, ja, also schau mal, Steinbock, welche Karten für dich gekommen sind. Also fünfte Münzen, zweite Stäbe, siebente Münzen. Ich sehe eine Verbesserung der Energie. Also du siehst, ich gehe von einem fünften Münzen zu einem siebenten Münzen. Also es gibt hier eine Verbesserung in deiner Energie schon. Ja? Und ich meine, okay, für dich, du vielleicht diese dritte Woche, Steinbock, hast du das Gefühl nicht? Oder du hast das Gefühl, es tut sich nichts? Oder irgendwie etwas, wenn das jetzt eine bestimmte Kommunikation ist oder Ergebnisse da für das, was du jetzt bereits geleistet hast oder gearbeitet hast? Oder irgendwie du spürst hier etwas, kommt nicht so, wie ihr wünscht, ja, wie du es dir wünschen würdest. Ja, ich sehe natürlich hier eine finanzielle Situation, wenn ich dir ehrlich bin. Also ich habe Münzen und Münzen, in der Mitte Stäbe. Und ich habe viele Stäbe bei dir. Also in irgendeiner Art und Weise, man könnte in manchen Fällen hier auch viel für die Arbeit reden können. Also, oder die Arbeit, so eine Situation, was mit Finanzen zu tun hat, ist hier schon zu sehen. Ja.
Aber nochmals, ich persönlich sehe schon eine Verbesserung in deiner Situation. Diese Verbesserung siehst du vielleicht noch nicht, aber die Ergebnisse kommen. Sind langsam, es ist wahr. Es gibt hier ein Gefühl von langsam. Man wartet schon sehr lang, dass sich eine Situation ergibt. Wir haben hier viel Geduld jetzt gehabt, sehr wahrscheinlich sogar etwas enttäuscht auch. Ja, aber die Ergebnisse kommen schon. Ja, also ich rede, wenn ich über Geld jetzt rede oder über eine bestimmte Situation, diese Ergebnisse kommen schon. Und du siehst ja, siebende Münzen, siebende Stäbe. Die Nummer sieben, sieben wiederholt sich. Und die Nummer fünf, fünf. Ja? Es gibt hier eine interessante Sache. Also die Nummern wiederholen sich hier. Diese bestimmten Konflikten tatsächlich. Oder gewissen Verluste hier sieht man. Nochmals, ich denke, sind andere Beteiligten da, andere Kompetenzen natürlich auch. Und deswegen sieht die Situation etwas kompliziert. Interessant, Steinbock, warte mal kurz, ich schaue eine Sache nach, ja? Ich denke, du hast dich bereits schon von einer konfliktiven Situation schon bereits befreit, ja? Eine Befreiung gab es schon hier bereits, wenn ich wirklich jetzt so, ja. Aber du wartest trotzdem, du wartest. Man denkt hier sehr viel nach, ja? Man denkt viel nach und man betrachtet das Geld, das Finanzen irgendwie, ist man ein bisschen noch enttäuscht hier über einen Ergebnis, ja. Wow. Sehr schön, ja. Wahnsinn, was für Karten, mein Gott. Also Steinbock, hier habe ich einen Ritter der Stäbe. Nochmals, ich rede über Handlung, über Bewegung. Wir haben bei dir übrigens viele Stäbe. Also es gibt hier Bewegung und Handlung. Es gibt hier schon gewisse sogar Reise in manche Fälle oder gewisse Kommunikation ist hier. Und das ist hier wirklich es hat hier mit Handlung, mit Bewegung zu tun, ja. Die Karte, die Sonne. Nochmals die Karte, die Sonne. Sternzeichen Löwe sehe ich hier. Sternzeichen Löwe sehe ich nochmals hier, wie ich dir gesagt habe. Sehr interessant. Sehr viele Stäbe, sehr viel Feuerelement. Und die Nummer 7 wiederholt sich oft. 7, 7, 7. Eine sehr wichtige Nummer. Sehr wichtige Nummer. Steinbock. Schau mal bitte hier. In der Mitte für deine Legung habe ich die Karte der Wagen. Sternzeichen Krebs. Aber Steinbock, wir reden hier schon über, nochmals rede ich hier über Veränderungen in deinem Leben. Veränderungen, tatsächlich. Und natürlich die Karte der Wagen, nochmals die Nummer 7. Wow. Also die Nummer 7 zeigt sich in deiner Legung viermal. Die Nummer 7, 7, 7, 7. Und ich denke, wir haben hier, es deutet hier wirklich für Erfolg. Die Karte der Wagen hat mit Triumph zu tun, mit Erfolg zu tun. Natürlich, wie ich dir gesagt habe, mit Handlungen, mit Bewegung, mit einer Reise sogar. Und ja, ich denke, man schaut nach vorne und man verlässt hinter sich Situationen, Menschen und so weiter. Also ich denke, es gibt hier bei dir ein starkes Gefühl von Veränderungen. Ich denke, wie ich dir gesagt habe, schau mal die Karte der Narr, die Karte der Wagen. Wir reden über neue Anfänge und auch über einen Umzug für manche. Ja, einen Umzug, ja, sicher. Und deswegen ist vielleicht diese ganze Situation von Handlung, also es ist viel zu tun bei dir momentan, Steinbock. Ja, es ist viel zu tun, viel zu machen. Es gibt hier. Ja, also es gibt schon dieses Gefühl sehr stark bei dir.
Natürlich, es geht langsam voran, mag sein, aber ich sehe hier Erfolg in deiner Energie. Die Karte der Wagen in der Mitte für deine Legung. Sternzeichen Krebs. Ja, aber ich sehe Erfolg hier mit dieser Karte bei dir. Ich sehe schon Erfolg. Schau mal bitte hier, was für Mischungen von Karten. 10 der Schwerter, die Karte der Wagen und 7 der Münzen. Natürlich. Also tatsächlich, man fängt neu an. Man verlässt eine sehr komplizierte Situation, egal in welchem Bereich in deinem Leben, ob das Arbeit, Wunschpartner oder eine andere Situation ist. Du verlässt eine ganz komplizierte Situation und gehst. Ja? Und ich rede schon über neue Anfänge. Du fängst neu an. Und du fängst neu an, vielleicht sogar in eine neue Arbeitsstelle oder in einem neuen Projekt oder irgendetwas. Also sogar mit Arbeit kann das hier zu tun haben. Die Tatsache ist, dass man hier eine Situation verlässt, die ziemlich kompliziert war. Für jeder spricht ja anders. Aber ich rede sogar über Krankheiten. Wenn man hier auch dieses Gefühl hatte von Krankheit, also es gibt hier eine totale Verbesserung deiner Gesundheit. Es gibt hier einen Unterschied wie Tag und Nacht, ja. Es gibt eine wirklich schönes Gefühl bei dir von Veränderung, ja? Die vielleicht nochmals langsam, es ist langsam vielleicht, weil man wartet auf bestimmte Sachen, bestimmte Ergebnisse, die nicht kommen, aber die Ergebnisse werden kommen. Steinbock, und tatsächlich, vielleicht wartest du auf Geld, vielleicht schuldet dir jemand Geld, ja, und du wartest, dass jemand tatsächlich dir das Geld gibt. Du wartest irgendwie auf Geld auch. Also das Gefühl ist bei mir auch hier sehr stark, dass jemand dir hier Geld schuldet. Ja? Oder irgend so eine Situation gibt es hier. Ja, Steinbock. Außer du bist die Person, die das Geld zurückzahlen muss. Aber das Gefühl ist hier halt sehr stark mit Geld, ja, mit so gewisse Situation. Aber ich sehe schon Erfolg in deiner Energie. Ich sehe schon Erfolg, ich sehe eine Situation, die laufen wird, die gehen wird und es ist sehr positiv. Schau mal bitte hier. Steinbock, 10 der Schwerter, die Karte der Turm und 9 der Schwerter. Uff, starke Energie bei dir, Steinbock. Man merkt schon, hier, wir haben hier schon ein Gebäude, wie du siehst, es gibt hier ein Gebäude. Wir können nochmals hier über eine Situation, es kann mit einer familiären Angelegenheit zu tun haben, es kann, wie ich dir gesagt habe, egal in welcher Situation in deinem Leben, es zeigt sich nicht leicht, ja? Nicht einfach, gar nichts. Wir haben drei extreme komplizierte Karten zusammen. Ja? Und ja, ich kann natürlich hier für manche natürlich über Krankheiten reden, natürlich. Aber nicht eine Krankheit, die jetzt plötzlich diese Woche kommt. Nein, nein, ich rede schon über eine Krankheit, die man schon durch eine bestimmte Situation schon sehr lang mit sich trägt, weil diese Situation hier chaotisch ist. Es gibt hier Chaos, ja. Es gibt hier diese Situation. Und Steinbock, die Sache ist, ich denke, man hat sehr lang dagegen gekämpft, ja, gegen diese Veränderung. Irgendwie mein Gefühl ist, man hat mit der Veränderung ist man nicht für die Veränderung, sondern gegen diese Veränderung. Deswegen hat sich die Situation so extrem gewandelt, ja. Ja, man hat hier gegen eine Veränderung gekämpft. Man wollte das gar nichts. Man hat das bis zum letzten Moment irgendwie gezogen, ja, um irgendeine Situation zu machen. Und ich denke, das Universum ist hier präsent. Das Universum musste tatsächlich kommen, um dir zu sagen, nein, das ist nicht der Weg. Das ist tatsächlich nicht der Weg. Steinbock, wenn die Situation sich sehr extrem gefühlt hat, und du das Gefühl hattest, oh Gott, was ist das? Ich fühle mich wirklich in einen
extreme komplizierte Situation. Also, du bist am Ende dahin geführt worden durch das Universum, damit diese Veränderung sich endlich mal ergibt. Es gibt hier deutlich eine Situation, die nicht länger in der Zeit bleiben sollte. Überhaupt gar nichts. Ja, das geht schon ziemlich lang in der Zeit, sogar ja, viele Jahre, sehr lang in der Zeit. Es ist Wahnsinn, was wir hier haben, ja. Ja, für jeder spricht natürlich anders, aber schau mal hier. 9. Schwerter, die Karte der Tod und 7. Münze. Ja, also, du siehst ja, Sternzeichen Skorpion auch hier zu sehen, aber du siehst ja, es gibt hier eine Transformation in deine Situation. Es gibt schon eine Transformation. Ja. Und irgendwie, wenn ich dir ehrlich bin, gezwungen, ne? Also ich denke, man ist gezwungen worden, diese Transformation ja, zu haben, weil es ist extrem, die Karten, die ich hier habe, wir haben schon mit einer extremen karmischen Situation hier. Sehr sogar. 3 der Stäbe, die Karte der Wagen. Du siehst ja, es gibt hier eine Reise. Eine deutliche Reise, was dir eine starke Transformation geben wird. Wir reden über eine große Veränderung in deinem Leben, die momentan langsam ist, oder du hast das Gefühl, es geht langsam voran, aber glaube mir, es wird schon sich alles bewegen. Es fängt schon alles sich zu bewegen, ja. Genau. Eine bestimmte Situation wird dein Leben transformieren, ja, und im positiven Sinne. Du glaubst das vielleicht nicht, aber ich sage dir, das ist so. Ich sage dir, das ist so. Denn du wirst verstehen, das, was du hinter dir hast, ist natürlich eine ziemlich extreme, komplizierte Situation. Ja, und ja, es ist extrem kompliziert. Ich rede hier wirklich über, und dann natürlich Verluste, ja, finanzielle Verluste. Und diese finanziellen Verluste sind natürlich da. Steinbock, eine starke Energie. Wenn ich dir ehrlich bin, das ist das zweite Mal, wo ich versuche, deine Legung zu machen. Deswegen kommt es so spät. Ich hatte es nämlich fast schon fertig gehabt und ich musste es nochmals machen. Und es zeigt sich schon eine wirklich starke Energie hier bei dir, wo ich natürlich nochmals, ich sehe mehrere Personen, mehrere Kompetenzen könnte man hier sehen bei dir, mehrere Menschen und eine extreme komplizierte Sache. Steinbock. Also das kann nochmals sogar mit einer komplizierten Krankheit zu tun haben, mit einer Trennung, einer Scheidung, einer Kündigung. Du siehst ja, egal in welchem Bereich in deinem Leben, aber das, was ich hier habe, ist schon kompliziert und nur du weißt, in welcher Situation du dich befindest. Aber es zeigt sich schon. Sehr, wirklich sehr extrem, ne? Ich sehe einen Umzug, habe ich dir aber auch gesagt, ne? Es gibt hier eine starke Transformation in deinem Leben. Ja, eine starke Transformation. Sternzeichen Wasserelement sind bei dir sehr präsent. Also Skorpion sehr präsent, Skorpion Krebs. Aber dann natürlich Luftelement. Ich habe hier starke Karten, ja. Also Sternzeichen Waage in manchen Fällen für manche. Wassermann. Aber Sternzeichen Luft, also Feuerelement auch. Sternzeichen Löwe, Schütze oder Sternzeichen Widder. Ja, Steinbock, ich meine, du siehst ja meine Pause. Ich spüre hier eine starke Abhängigkeit oder Co-Abhängigkeit
von Menschen, vielleicht Abhängigkeiten, die mit Geld zu tun hat. Ja, also Menschen, die halt Geld möchten oder Geld, ja, und diese gewisse Abhängigkeit ist hier zu spüren. Auf jeden Fall Geld. Ich sehe hier ein Gefühl von, ich warte auf Geld oder dass diese Ergebnisse kommen. Ich warte, ich denke nach, ich überlege, wie ich das hier lösen soll. Es gibt so hier ein Gefühl von, wie löse ich diese Situation am besten? Wie gebe ich diese Situation eine Lösung? Ja? Und ich warte trotzdem auf eine Veränderung oder irgendeine Situation ist hier. Ja, ich denke nochmals, du schaust Richtung Zukunft. Du verlässt Situationen, du verlässt Menschen. Es gibt hier dieses Gefühl schon. Und du schaust nach vorne Richtung Zukunft, ja. Und du hast deine Pläne schon, du weißt, was du machen möchtest. Es gibt hier einen klaren Umzug. Einen klaren Umzug. Und das verändert dein Leben total. Es gibt hier eine starke Transformation. Also wie Tag und Nacht, ja? Dein Leben wird sich verändert, also wie Tag und Nacht. Es wird nichts mehr mit dem, was du bis gestern erlebt hast, wird gar nicht mehr damit zu tun haben. Es gibt hier eine große Veränderung in deine Energie. Und ich rede schon über eine totale Befreiung hier. Eine Befreiung. Das Gefühl von Loslassen, tatsächlich. Wow. Steinbock, starke Energie, wirklich, ich bin sprachlos. Eh? Also ich muss dir schon sagen, ich bin schon sprachlos. Und okay, ich kann dir halt nur sagen, diese dritte Woche wird vielleicht noch etwas langsam gehen oder du wirst das Gefühl haben, du wartest und wartest und es kommt nicht. Es kann schon möglich sein, dass diese Woche noch so bleibt. Ja, aber ich kann dir wirklich sagen, dass diese Ergebnisse kommen schon. Diese Ergebnisse kommen. Aber man muss hier Geduld haben, tatsächlich. Weil die Veränderung ist ja da. Die Veränderung ist ja da. Steinbock, das ist, was ich hier für dich sehe. Ja, und gerade sehe ich die Nummer 1808. Eine sehr wichtige Nummer. Eh? Die Nummer 1808 kannst du über Internet suchen als Engelnummer. Ist eine wichtige Botschaft, die du dir wirklich lesen solltest. Die Nummer 1808, sehr wichtig, Steinbock. Schaue dir bitte diese Nummer nach, ja? Also starke Legung, ich sehe aber trotzdem Erfolg, ich sehe trotzdem Triumph und ich sehe hier eine starke Transformation in deinem Leben, was mit neuen Anfängen zu tun hat. Und vertraue mir, Steinbock, es wird alles besser, als es war. Weil bitteschön, das hier ist nicht normal. Das hier ist nicht normal. Also von da aus, es wird immer alles besser werden, als bis jetzt war. Die Frage wäre hier, ob du das zulässt, ja, ob du das zulässt tatsächlich, dass diese Veränderung endlich mal endgültig sich ergibt. Du darfst gegen Veränderungen nicht kämpfen, ja, weil das ist unmöglich. Das ist so ungefähr, man versucht, den Schicksal zu verändern, ja. Also dagegen ist nichts zu machen. Weil egal wie du das machen möchtest, was für dich bestimmt ist, ist für dich bestimmt. Also ja, was das Universum vorhat, für dich vorhat, das kannst du nicht verändern. Und du kannst tausendmal die Situation drehen, wie du möchtest. Du wirst immer wieder an den gleichen Punkt kommen. Also von da aus weniger nachdenken, weniger Sorgen sich machen, ja. Und lass es zu, dass diese Veränderung endlich mal ein Ende tatsächlich hat. Sonst, Steinbock, das Einzige, was du hier bekommst, sind Krankheiten. Ja? Aber gebe niemandem die Schuld. Am Ende, es gibt keinen Schuldiger hier. Am Ende sind wir selbst, die Veränderungen nicht erlauben. Wir wollen hier tatsächlich Kontrolle in der Situation machen und es gibt gar keine Kontrolle hier.
Lasse los. Und wenn du es bereits gemacht hast, weil es kann schon ziemlich möglich sein, dass du bereits schon eine Situation losgelassen hast, sprichst ja für jeder anders, ja. Wenn du das bereits gemacht hast und du in dieses Befreiung bist, dann ist natürlich super für dich. Dann ist natürlich super, weil nochmals, Steinbock, was auf dich zukommt, sind neue Segnungen, ja, neue Segnungen. Schaue bitte nicht mehr an eine Vergangenheit nach. Wartet nicht, bis eine bestimmte Vergangenheit kommt. Ich rede hier über Co-Abhängigkeiten und Abhängigkeiten hat mit Liebe nichts zu tun. Ja? Liebe spricht für Freiheit. Liebe hat mit Abhängigkeiten nichts zu tun. Ja? Also von da aus, lasse los, befreie dich tatsächlich und entspann dich. Die Ergebnisse kommen, aber nicht, wann wir wollen, sondern wenn die Zeit schon reif ist, ja. Ich sehe tatsächlich hier eine positive Energie für dich. Wenn du das erlaubst, natürlich. Wenn du das erlaubst, ergibt sich hier eine positive Energie. Ja. Genau. Weil mein Gefühl tatsächlich ist, es gibt hier eine Person, die noch so sehr stark an eine Vergangenheit nachdenkt. Ja. Ich denke, ich schaue mir noch immer doch diese Vergangenheit nach. Die Frage wäre, was suchst du tatsächlich in dieser Vergangenheit? Was suchst du da? Da gibt es nichts. Nichts, was dir. Da gibt es nur eine totale Abhängigkeit. Da ist nur eine toxische Situation, eine karmische Beziehung. Das ist da, was es gibt. Es gibt nichts mehr da. Es gibt Verluste. Das ist, was ist da, was da gibt. Verluste. Und du hast, deine Situation hat sich auch verbessert. Ja? Also jetzt musst du halt nur Geduld haben. Noch mehr Geduld halt. Natürlich, noch mehr Geduld und warten, weil die Ergebnisse kommen. In der Mitte nochmals, die Karte der Wagen. Ich rede über Triumph, ich rede über Erfolg. Egal in welcher Situation in deinem Leben. Das transformiert dein ganzes Leben, diese Situation, diese Veränderung hier. Ja, transformiert dein ganzes Leben. Es gibt hier eine Befreiung. Tatsächlich, Steinbock, das ist, was ich für dich hier habe, eine starke Legung. Ich sage dir nur halt, genau, lasse los, tatsächlich. Lasse los, befreie dich. Fühle dich wohl und das, was auf dich zukommt, ist ermächtigt und ist positiv auf jeden Fall. Diese Veränderung und die Gesundheit, man sieht auch eine Verbesserung der Gesundheit, ja. Genau. Ja. Ich überlege gerade nochmals, also ich sehe hier schon eine starke Situation und sollte diesen Verlust hier mit einer Person, die auch nicht mehr in diesem Leben ist, zu tun, Steinbock, dass man hier eine Person verloren hat, eine wichtige Person für dich. Ja, wenn das damit zu tun hat, diesen Schmerz ist ja logisch. Es gibt einen Schmerz da, man leidet tatsächlich, aber das dürfte nicht so lang in der Zeit gehen. Weil am Ende, das ist ja auch kein Tabu, ja, dass man eines Tages sterben muss. Ja, und wir leben, wir sterben, das ist kein Tabu, das ist eine Tatsache. Ja, das ist eine Tatsache. Und früher oder später, ich befürchte, wir sind alle mal dran. Und. Ja, aber die Sache ist, es kommt darauf an, wie lang man in eine bestimmte Situation bleibt hier. Ja, und ich sehe mehr eine andere Sache hier, aber trotzdem wollte ich das nur so nennen. Es gibt hier eine wirklich totale Veränderung bei dir. Ja. Steinbock, die Energie zeigt sich vielleicht langsam, richtig, aber die Veränderungen kommen. Das Ergebnis kommt. Ja, es tut sich schon was mittlerweile. Es gibt hier eine Verbesserung der Energie. Ja, das ist was, was wir daran denken müssen, dass es gibt eine Veränderung deiner Energie. Und dass, obwohl man hier warten muss und ein bisschen Zeit braucht, es ist nicht schlimm, weil dein Erfolg ist bereits da. Deinen Erfolg ist bereits da. Ja,
Also, Steinbock, ich wünsche dir eine schöne Woche. Dankeschön und danke für deine Likes, deine Abos und bis bald. Tschüss.